Nicht wahr? Das ist ja ein Ding. Alter, wie weit geht's denn da hoch? Mach's gut, Hope. Wie weit geht's denn hier hoch? Das ist ja ein Ding. Sind wir jetzt echt da oben, wo ich die Leiter immer ewig lang gesucht habe? No way. Ja, irgendwie anders ganz genau. Genau der ist das. Jetzt haben wir leider schlecht gekämpft gegen den. Okay, was soll's. Dann eben die Leiter nochmal nach oben. Das ist ein verflucht langer Weg. So, diesmal bitte nicht sterben. Wir machen diesmal etwas geschickter. Jetzt, wo ich weiß, dass hier einer auf mich lauert. Ja, du hast schon richtig gehört. Komm her. Komm her, Dude. Er kommt nicht. Offensichtlich random, ob der... Ah, okay. Oh ja, da kommt ja direkt noch einer. Ach komm! Nicht ernsthaft! Okay, leck mich am Arsch. Warum beschwört hier einer was? Oh yo! Da sitzt ja so ein Dude hier einfach! What? Was genau machen wir hier oben? Hier ist eine Treppe. Ja, genau hier wollte ich hin. Genau hier wollte ich das letzte hin. Okay, cool. Hier ist was, hier ist was.
Drachenkopfschild, cool. Okay, das ist aber immer noch nicht das Rätselslösung. Da hinten will ich hin. Da. Hier, da will ich hin. Was ist das Geheimnis um das hier? Monument der Reinigung. Okay, am Monument der Reinigung beten. Vergebung erbitten. Läuterung erbitten. Königliches Dekret wieder einsetzen. Für 104.000 Seelen kannst du Judicato Argo wiederbeleben. Der Speer der Kirche beschwört, um sich den Eindringlingen entgegenzustellen. Hä, wenn ich hier den Judikator wiederbelebe, werde ich dann zum Boss? Wie viel? 1400. 1004. Okay, jetzt bin ich neugierig. Oh. 104.000 natürlich, Leute. Judicator Argo wiederbelebt ist, stellen sich die Speere der Kirche erneut allen, die die Kirche von Filianor betreten wollen. Soll das königliche Dekret wirklich wieder eingesetzt werden? Nee, ich glaube, damit kann ich den Boss quasi nur wiederbeleben und den Kampf nochmal machen, oder? Weil ich glaube, zum Speer der Kirche wird man doch nur, wenn man diese Dinger da abgibt. Und wenn man sich in einem Eid verbündet ist, dann, glaube ich, wird man gerufen. Ich mach's einfach mal. Judicator Argo ist wiederbelebt worden und wird Speere der Kirche beschwören, um sich den Eindringlingen entgegenzustellen. Aha. Ich glaube eher, dass ich jetzt einfach den Boss nochmal machen kann. Vergebung müssen wir nicht erbitten. Haben wir ja. Wir haben ja nichts Böses getan. Fluchaufhebung, Aushöhlungsumkehrung. Okay, ich bin jetzt nicht mehr verflucht. Mein Praise the Sun-Symbol ist wieder klar und rein. Aber jetzt habe ich doch nicht den ganzen Aufwand nur dafür gemacht, oder? Nicht euer Ernst. Ich habe das im Endeffekt nur dafür gemacht, dass ich den Judikator wieder belebe und meinen Fluch aufhebe. Etwas anderes hat das nicht gebracht. Das ist doch irgendwie bitter, oder? Ach,
Klapp wollte wissen, wo das Monument ist? Ach so. Ah, das ist doch praktisch. Bin ich jetzt nicht in der Nähe von Lapp? Ich bin auch hier bei Lapp. Hä? Warum Lapp? Hey! Warum? Ey, Lapp! What? Lapp, why? Ey! Ich dachte, du... Hey! Hä? Hallo? Hätte ich mich nicht reinigen dürfen, oder was? What the fuck? Lapp, warum? Hallo Lehrgang. Hä, aber ich will gar nicht gegen Lapp kämpfen. Ich wollte wissen, wie die Quest endet. Mann, das kann ich doch jetzt nicht wieder gut machen, oder? Oh Mann, Lapp. Dabei wollte ich doch noch wissen, wer Lapp überhaupt ist. Oh Mann, das geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Ich wollte echt noch wissen, wie das mit Lapp endet. Ja, Bengalios, das schon. Ist alles optional. Kann ich jetzt nicht irgendwie um Vergebung bitten? Kann ich jetzt nicht einfach um Vergebung bitten? Oder kann ich mich wieder zur Hölle werden? Weil Lapp ist ja insane. Holy crap, das ist das erste Mal, dass ich den Charakter ohne Hülle sehe.
Vor allem, wie sieht denn der aus? Habe ich meinen Charakter doch niemals im Leben gemacht. Habe ich meinen Charakter niemals gemacht. Komm, da müssen wir jetzt natürlich auch schön kleiden, oder? Fashion Souls und so. Was waren das hier? Wüstenpyromanten. ETF, ey. So ein Char habe ich nie gemacht. Okay. Interessantes Outfit. Kannst ja nichts sagen, ne? Oh ja, da kannst du ein bisschen die Brust bedecken. Das ist natürlich in Ordnung. WTF, Alter. Abgefahren. Wie wär's mit der Krone? Okay. Genug gespielt. Genug Quatsch gemacht. Okay. Kann ich jetzt um Vergebung bitten? Nice, es wurde nicht gesündigt. Habe ich die Questreihe jetzt echt endgültig verschissen? Ja. Wo geht's jetzt zum Drachen? Oh Mann, ey. Ihr könnt mir sagen, wo es zum Drachen geht. It's Batman. Scheiße. Oh, lol, das hat Schaden bei am Lab gemacht. Interessant. Ach komm, Lab, als ob. Oh, jetzt hat er sich echt noch geheilt. Oh, Lapp, ey. Lapp, du bist echt ein Lappen. Aber okay. Oh Mann, kotzt mich das an, dass ich Lapp jetzt nicht mehr zur Verfügung habe.
Ist echt das DLC noch verschissen, ey. Wer kann denn das ahnen? Ah. Ja, ich habe den Boss einfach wiederbelebt. Okay. So, wo will ich jetzt hin? Da. Scheiße, das vermiest mir voll alles andere. Habt ihr nicht gesagt, ab hier, hier in der Nähe ist nicht der Weg zum Drachen? Hab ich nicht extra gefragt, ob das hier ist? Ihr habt gesagt, nein. Hier soll es einen Aufzug geben. Hier habe ich doch schon 100.000 Mal geguckt. Ach, da wollte ich hin. Ah, hier. Oh. I see. I see. Ich will dir nur Speerornament. Oh, okay. Ja, das war wirklich fies versteckt. Filianer Speerornament finden wir. Wo? Ah, hier. Die Speere der Kirche wachen über den Schlaf der Prinzessin. Dieses Objekt ist der Beweis ihrer Pflichterfüllung. Den Goldstoff ziert ein Wappen mit dem Motiv frischen Grases. Die Ritter der Prinzessin trugen diesen Gunstbeweis mit großem Stolz und das Ornament zierte oft ihre zeremoniellen Speere. Okay. Ja, Lapp ist jetzt nirgends mehr. Lapp ist, ist leider feindlich gesinnt. Was denn jetzt hier? Quatsch. Altertümliches Gewand und violette Armwickel. Diese aus violetten stoffgenähten und mit Goldfäden verzierten Armwickel waren für den täglichen Gebrauch gedacht. Dennoch leisteten sie in vielen Kämpfen gute Dienste und schützten die Arme jener, die das Schwert führten. Und irgendein Gewand noch.
Ein schlichtes Gewand aus einem uralten Land der Zauberei mit güldenen Verzierungen und vagen Rückständen von Magie. Es war nie für den Kampf gedacht. Als einst Missionsgesandte die umringte Stadt besuchten, blieb einer der jüngeren Missionäre zurück. Er gilt heute als einer der letzten bekannten Speere der Kirche. Ist das das Outfit vom... von diesem Lichttypen aus der Kirche? Liegt hier für ein Schwert? Aha. Da ist der Drache, glaube ich. Hallo? Oh, er lebt. Er lebt. Natürlich lebt er. Okay, er rastet ja nur ein bisschen, Gott sei Dank. Hasse Drachen. Warum muss es immer ein fucking Drache sein im Spiel? Warum? In jedem Teil irgendein Drache. Als könnte man sich nichts Neues einfallen lassen. Wow, hat er viel Leben. Das ist auch eher ein Kampf gegen die Kamera, ey. Uiuiui.